Ja, hallöchen Leute und willkommen zurück auf der Redstone-Welt. Und heute geht's mal ganz direkt um was nichts Neues. Na, das ist ja nichts Neues, dass es nichts Neues ist. Aber wir haben heute mal ein besonderes Thema. Und zwar Kombinationsschlösser. Das Tolle daran ist, da hat sich eine Menge getan jetzt seit dem letzten Update. Und da kann man jetzt mit Repeatern tolle Sachen anstellen, die ich euch gleich mal demonstrieren werde. Und zwar, wir haben hier, das ist denke ich mal nichts Besonderes, ihr das kriegt ihr hin, das ist einfach nur ein Repeater, ohne weitere Funktion. Seit dem Update kann man einen Repeater mit einem Repeater sperren. Dann sieht das so aus, dann kommt da so ein Bedrock-Stift und blockiert den Repeater. Der Repeater ist aber nicht bloß dann wie so ein Endgate und lässt kein Signal mehr durch, sondern das kann man auch als Speicherzelle benutzen. Das hat wirklich einen großen Vorteil für bestimmte Systeme aufgrund der Kompaktheit. Kann man eine Menge mit anstellen und dann kam ich auch gleich irgendwie, keine Ahnung wie, aber ich kam auf die Idee, man könnte das so wie jetzt hier zum Beispiel hier bauen, auch für ein Kombinationsschloss. Man sagt zum Beispiel, dass erst bei dem ersten Durchgang soll das Signal an sein und der speichert das Signal einmal ein. Beim zweiten Durchgang ist es aus. So, immer noch nichts Besonderes. Jetzt kann man aber Folgendes tun. Man kann Signale zwischenspeichern, so dass zum Beispiel das ist an, das ist aus und das ist an. Damit kann man wirklich coole Kombinationsschlösser bauen, die ich euch gleich mal demonstrieren werde. Moment, dann gehen wir mal eben hin. Hier. Das ist jetzt ein 15-stelliges Passwort, sage ich mal. Das ist wirklich ziemlich kompakt, wie ihr seht, und dafür, dass es 15 Stellen sind, ne? Probieren wir einfach mal. Und zwar habe ich jetzt hier mal hingeschrieben 10011. In dieser Reihenfolge muss man diese Passwörter speichern. Also es sind fünf Vorgänge. Fünfmal drückt man den Button mit an und aus halt. Also 1, 1, 0, der bleibt so. Speichern. Dann ist hier eine 0. Da ist wieder 1. Und hier ist 1. Hier ist wieder eine 0. Hier ist nochmal eine 1. Hier ist eine 0. Hier ist eine 1. Eine 0. Und eine 1. 1. 1 und 1. Und die Tür ist offen. Ihr habt sicherlich gemerkt, so ein Passwort kann man nicht einfach mal so schnell irgendwie rumprobieren und dann hat man die Tür offen. Das ist wirklich sowas von kompliziert und macht eine Tür wirklich ziemlich sicher. Da bin ich mir sicher. Genauso sicher wie die Tür. Ja, das Tolle daran ist, man kann es auch sehr schnell resetten. Wirklich rasend schnell und schon kann man wieder einen neuen Code eingeben. Lasst es uns mal bauen. So, ich habe mir jetzt hier mal so ein freies Plätzchen gesucht und dann fangen wir einfach direkt mal an. Ich mache jetzt mal einen einstelligen Code. Das geht auch. Also mit einem Schalter. Ups, Moment, Schalter. So. Und dann machen wir, dass wir 5 mal 1 oder 0 haben können. Das machen wir, indem wir jetzt hier zum Beispiel 5 Repeater hinlegen und dann jeweils immer so einen Block dahin. Huch. So. Dann machen wir auch direkt gleich die hier neben, um die Repeater sperren zu können, beziehungsweise speicherfähig machen zu können. Mache ich hier mal ganz gerne so eine Blockreihe rüber, dann kann man die nämlich ziemlich kompakt bauen. So. Im Grunde genommen ist es jetzt noch nichts Besonderes. So. Jetzt bestimmen wir von dieser Richtung aus, wie der Code lauten soll. Wir machen jetzt mal 0. Achso, bei 0 machen wir einen Repeater hin. 0, 1, 1, 0, 1. Das ist unser Code. Und wie ihr sicherlich wisst, bei so einem Code ist es der Sinn, dass alle Signale aus sind. Somit, dass das am Ende hier so. Ach nee, wobei, warte, damit das am Ende nicht mehr leuchtet. Ah, ich mache das hier mal mit so einer Fackel. Die Fackel muss dann leuchten, damit die Tür zum Beispiel jetzt aufgeht. Warum ich nicht gleich eine Tür nehme, aber ist jetzt auch egal. So, jetzt ist es wichtig, dass man bei diesem Button nicht einfach nur das hier tut. Das bringt gar nichts. Das ist im Grunde genommen schon der Reset. Mehr ist das nicht. Fail. Moment. Das ist nur der Reset. Jetzt können wir das Ganze machen, indem wir einen Kurzsender, schon wieder, einen Kurzsender bauen. Keine Ahnung, wie die Bezeichnung dafür ist, das wisst ihr sicherlich. So, huch, so.
und stellen das auf die dritte Stufe. Ich bin mir da gerade ehrlich gesagt nicht ganz so sicher gewesen. Ich muss nochmal rumprobieren halt. So, das Signal muss allerdings schon invertiert sein, also so umgekehrt. So geht das halt auch. Jetzt muss ich mal ganz kurz was testen. Ja, das funktioniert. So, jetzt müssen wir nur noch, das ist eigentlich schon fertig. Warte, eine Reset-Taste brauchen wir natürlich auch noch. Das ist ganz doll wichtig. Die baue ich mal hier mit ein. So, ist unser Reset. Und jetzt ganz einfach geben wir den Code ein. 01101. Also 0 ist schon richtig. Dann 2 mal 1. Dann 0. Und dann nochmal 1. Und voilà, unsere Tür wäre offen. Wenn ihr dieses geniale Kombinationsschloss toll findet, einfach mal einen Kommentar schreiben. Und ja, viel Spaß damit. Baut wirklich sichere Häuser damit. Ja, und wir sehen uns vielleicht dann beim nächsten Mal bei irgendwas von diesen Dachen hier. Ja, ciao.